Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf der linken Seite, wie man schon ganz gut sieht, die neuen 2-Euro-Sondermünzen aus Andorra sind bei mir vor 2 Tagen angekommen. Da haben wir die erste Ausgabe hier, 25 Jahre Zollunion. Mit der Karte und dem Wappen von Andorra. Genau, auf der Rückseite nochmal ein paar technische Daten dazu. Maximale Auflage 85.000 Exemplare. Das hier ist die Nummer 41.005. Genau, 25. Jahrestag der Unterzeichnung der Zollunion. Und auf der rechten Seite die 2-Euro-Sondermünze. 30 Jahre sogar. Volljährigkeit mit 18 Jahren. Das drehen wir auch nochmal rum. Auch hier die maximale Auflage, 85.000 Exemplare. Das hier ist Nummer 10.432. Und hier steht es nochmal 30 Jahre Volljährigkeit mit 18. Natürlich auf Französisch, aber das werde ich jetzt so nicht vorlesen. Es könnte auch Spanisch sein, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ja, dann die neue 2-Euro-Sondermünze Vatikan Gendarmerie. Wie immer im Folder aus dem Vatikan. Das hier ist die Stempelglanzversion. Es gibt dieses Jahr auch wieder eine inpolierte Platte. Wie ich zum Beispiel, muss ich überlegen, wo ich die gerade habe. Ich dachte, ich hätte sie hier mit in Reichweite. Nee, habe ich gerade nicht. Ich habe ja auch vom letzten Jahr die 2-Euro-Sondermünze in polierte Platte. Ich suche gerade nochmal, ich schweife gerade nochmal den Blick. Nee, habe sie gerade hier nicht mit rumfliegen, die ist gerade woanders. Nichtsdestotrotz, weiter geht's mit Belgien, der Ausgabe Child Focus. Und natürlich eine normale 2-Euro-Münze, wie immer. Und noch ein etwas anderes Nominal haben wir hier drüben. Wie man schon sieht, Malta Jahrgang 2014. Und zwar handelt es sich hierbei, drehen wir das gute Stück nochmal rum, um eine 5-Euro-Münze zu einem 100. Jahrestag. Ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher, zu welchem. Ich versuche gerade nochmal kurz. Nee, da bin ich. Ich möchte gerade keine falsche Auskunft geben, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, zu welchem. Auf jeden Fall hier nochmal die Wertseite zum Zeigen. Ja, und das war's jetzt auch schon für dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.